Also, da oben liegt der Hybrid aus Phantom und F450. Im Grunde ist es ein Phantom mit einer Kopie eines F450-Rahmens. Da liegt die dazugehörige Fernbedienung. Und da liegt die Stoppuhr, mit der ich jetzt gerade rausfinde. Ja, wie lange hat der jetzt mit einem 6,6 Amperestunden? Nein, wie ist das denn? Ja, doch, Amperestunden. 6.600 Milliamperestunden. 6,6 Amperestunden, oder? Naja, jedenfalls mal gucken. Ich habe einen LiPo-Beeper dran. Der LiPo-Beeper biept, wenn ich bei, ich glaube, 11,5 oder 10,5? Ich glaube 11,5 Volt, bin mir gar nicht ganz sicher. Jedenfalls bleibt dann auf jeden Fall noch genug Zeit, um zum Landen. So, was haben wir jetzt? 4,5 Minuten, da der Drohne von selbst droht. Fernbedienung habe ich immer noch da liegen. Kann immer versuchen, ein paar schöne Nahaufnahmen zu kriegen. Sieben Minuten 20. Acht Minuten 45. Ich kriege hier langsam Sonnenbrand. Das ist das erste Mal, dass ich mir während einer Akkuladung Sonnenbrand geholt habe. So wie es tolles Wetter heute. Naja, eigentlich haben wir ja auch Hochsommer, offiziell jedenfalls. In Süddeutschland haben sie heute, glaube ich, Sturm. Ja, und die 9 Minuten haben wir auch überschritten. Zwölf Minuten. Ich hätte den LiPo-Beeper für den Testflug mit dem Gummiband unten anbinden sollen. Dann hätte ich mit dem Zoom der Kamera die Sportspannung ablesen können. Ich habe ja den ganzen Telemetriekram noch nie eingebaut. So. 15 Minuten. 15 Minutes. 15 Minuten. 15 Minuten. Migo! Ich weiß auch nicht, was Minuten auf Japanisch heißt im Moment. Hajime mashite dozo yoroshiku. Pero sé hablar un poquito de español también. Pero no tengo las palabras para un drone. Sí, un drone se llama drone en español. Quién sabe. Achtzehn Minuten. Die Fernbedienung liegt übrigens immer noch da, unberührt, wo sie eben schon lag. GPS und Phantom ist etwas, was sich blendend verträgt. 80 ich kurz, er würde anfangen zu schwächeln, aber jetzt nach 20 Minuten kam nur ein bisschen Wind auf, der ihn kurz ein bisschen runtergedrückt hat, hat es die alte Höhe schon wieder eingenommen. Mann, da verballert man sinnlos Zeit bei solchen Tests. Und diese Action bringt mich um. Aber ganz ehrlich, ich stehe drauf. Das Ding fliegt und fliegt und der Akku will nicht leer werden. Das gefällt mir. Ja, 22:30. Ja, ein bisschen nach unten gedriftet ist er, ne? Ich hebe ihn mal ein bisschen an. Da.
25 Minuten rum. Fällt euch eigentlich auf, was das für Menschen sein müssen, die die Zeit haben, 25 Minuten einfach mal so rumzustehen und einer Drohne beim Schweben zuzugucken? Oh, ein Grashüpfer. Endlich passiert hier mal was. Also bist die Landeplattform Grashüpfer. Vielleicht solltest du da gleich verschwinden. Das ist sozusagen ein Hektarbeiner. Nee, Hexarbeiner. So. So, der Lipo-Warner fängt an zu Lipo-Warnen. 27,5 Minuten. Dann wollen wir mal. Nachbarn werden mich lieben für das Gepiepe. 10,4, 10,3, also jetzt fällt er auch langsam ab. 28,5 Minuten bis jetzt.